Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Weiter geht's mit Folge 41 von 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem der zweite Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 200 bis Minute 205. Die Filmanalyse neigt sich langsam dem Ende zu, die heißen Tage hingegen eher nicht. Um deinen Körper dennoch bestmöglich mit hochwertigen Mineralstoffen und Elektrolyten zu versorgen, kommen hier die Holy Hydrations ins Spiel. Mit den drei neuen und zuckerfreien Geschmäckern Ananas, Kokos und saure Kirsche bleibt dein Wasserhaushalt stabil und du gibst deinem Körper die Möglichkeit, während Sport oder Hitze funktionieren zu können. Schaut also gerne mal bei Holy vorbei und bringt euch in Bestform. Mit meinem Code DokuFactory5 unterstützt ihr nicht nur diesen Kanal, ihr spart ebenfalls nochmal 5 Euro auf die erste Bestellung. Oder mit dem Code DokuFactory 10%, wenn ihr bereits Kunden seid. Den Link zu Holy findet ihr in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar. Lasst euch die Erfrischung schmecken. Cheers! Was hast du vor? Starten wir hier. Knapp 180 Kilometer entfernt vom Schicksalsberg sind Frodo und Sam nun unfreiwillig Teil der Schlacht um Osgiliath. Getrieben von der Anziehung der Nazgul lässt sich Frodo mit dem einen Ring zu dem Diener Saurons leiten. Die Aufgabe von Elijah Wood war dabei, einen kalten und starrenden Gesichtsausdruck aufzusetzen, der an einen Drogenabhängigen erinnern sollte. Ich würde sagen, diese Aufgabe hat der damals erst 21-jährige Schauspieler mit Bravour gemeistert. Die nächste Szene ist dann eine Tolkien-Inspiration einer Buchsequenz in Minas Morgul. Denn laut Vorlage endet das Werk Die zwei Türme hinsichtlich Frodo und Sam eigentlich erst nach der Begegnung mit dem Schrecken, welches oberhalb von Kirith Ungol haust, Kankra. Peter Jackson transportiert hier also bereits die Message, dass die Nazgul die Nähe des Ringes spüren, jedoch nicht wie von Tolkien beschrieben in Minas Morgul, sondern hier in Osgiliath. Und jetzt wird's symbolisch, denn diese Szene, diesen Kamerawinkel und diesen Blick kennt ihr bereits aus diesem Film. Wir springen mal knapp 3 Stunden zurück und zu der Sequenz, in der Frodo mit dem Schwert Stich Gollum bedroht. Das ist Stich. Du hast es schon einmal gesehen. Hab ich recht? Gollum. Hier noch mit dem Zweck, Sam und sich selbst vor den Griffeln der Kreatur zu schützen, wandelt sich der Ringträger binnen diesen 3 Filmstunden zu einer Figur, die durch den Einfluss des Ringes keinen Freund von Feind mehr unterscheiden kann. Erkennst du deinen Sam nicht mehr? Eine raffinierte Verdeutlichung des Filmteams, um hier Frodos Charakterentwicklung zu unterstreichen. Und wisst ihr, warum tatsächlich diskutiert wurde, diese Szene neu zu drehen? Weil sich hier die Kette des Ringes an einem Knopf von der Hobbit-Weste verhakt hat. Man liest die Sequenz letztendlich zwar im Film, sie wechselt sich jedoch mit Shots ab, in denen die Kette wieder gelöst wurde. Übrigens vergaß das Team für visuelle Effekte, hier Frodos Schwert blau zu färben, obwohl es in Osgiliath zu diesem Zeitpunkt nur so von Orks wimmelt. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon diese nun folgenden Szenen von Sam angesehen und diese Worte angehört habe und mir dachte, wow, ist das gut. Grandios musikalisch untermalt versuchen Peter Jackson und Co. hier nun eine abschließende Komplettübersicht der Handlungsstränge zu kreieren. Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Theoden führt sein Volk mit der Unterstützung der Gefährten zum Sieg in der verloren geglaubten Schlacht um Helms Klamm. Baumbart rächt sich erfolgreich an Saruman für seinen Verrat an der Natur und von eben dieser gewaltigen Kraft wird Isengard nun vernichtet. Und Frodo und Sam, die stehen am tiefsten Punkt ihrer Reise, ihres Abenteuers und ihrer Freundschaft. Aber ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Interessanterweise waren Sätze wie diese erst überhaupt nicht eingeplant und der Sprechtext von Sean Astin umfasste gerade einmal diesen einen Satz.
Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort. Danach half Sam Frodo hoch und die Handlung sollte ohne diese emotionalen Worte des Hobbits weitergehen. Die Drehbuchautorin Philippa Boyens vermutete jedoch riesiges Potenzial in dieser Sequenz. Neben den Nahaufnahmen von Sam wurden ebenfalls die Shots von Helm's Klamm und Isengard eingeblendet. Sean Astin wurde für eine Szenenerweiterung ins Studio gebeten und sprach seinen zusätzlichen Text ein. So wurde aus einer sehr guten Sequenz durch eine spontane Idee eine unglaubliche, vielleicht sogar die schönste in diesem Film. Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Man erreichte hier einen Moment zu erzeugen, der schafft, mit wenigen Worten eine tiefgreifende Message zu transportieren. Wenn jemand fragt, was will diese Trilogie eigentlich aussagen, dann zeigt man genau diese Szenen. Und man zeigt die Reaktion von Gollum darauf, die wie bereits Aragorn Shots in der letzten Folge lediglich aus dem Kontext einer vorherigen Handlung geschnitten und hier eingefügt wurde. Diese Mimik der Kreatur stammt eigentlich aus der Sequenz in den Totensümpfen, aber schaffte es passenderweise auch nach Osgiliath. Es soll signalisieren, dass auch Gollum mal an etwas Gutes in dieser Welt geglaubt hat, als er noch Smergol war. Wenn ihr sie laufen lasst, ist euer Leben verwirkt. Dann ist es verwirkt. In der nächsten Szene werden Frodo und Sam nun also von Faramir freigelassen. Im Buch passiert das zwar schon Tage vorher, in dem Geheimversteck der Waldläufer. Im Film benötigte man diese Geschehnisse jedoch, um die Figur Faramir ins richtige Licht zu rücken und aus ihm einen Good Guy für diese Geschichte zu machen. Hatte man zuvor das Gefühl, dass er wie seine Familienmitglieder hinter dem einen Ring her ist, bewirkt diese Freilassung nun das Gegenteil. Nicht in den Wald hinein! Wenn ihr euch jetzt fragt, wo denn plötzlich der Wald herkommt, der an den Hängen von Helm's Klamm zuvor nicht existierte, sind Huons die Antwort. Wir befinden uns hier am Morgen des 4. März 2019 und wie auch im Buch hilft die plötzlich aufgetauchte Vielzahl an Huons bei der Vernichtung des Heeres aus Isengard. Huon heißt so viel wie leidenschaftlicher Baum. Unter der Führung von Ents versperrten diese den Orks und Uruks den Fluchtweg, indem sie einen dichten Wald im Klammtal bildeten. Was dort dann geschah, ist und bleibt unklar. Die Diener des Feindes verschwanden, spurlos. Dort, wo der Wald stand, hinterblieb lediglich eine tiefe Grube, die mit Steinen zugedeckt war. In Tolkiens Geschichte nicht näher erläutert, traute sich fortan niemand mehr zu dieser Stelle in der Nähe von Helm's Klamm. Sie ging als die sogenannte Todeshöhe in die Geschichte Mittelerdes ein. Durch die Unterstützung des Fangornwaldes werden die restlichen Isengard-Uruks aus Rohan vertrieben und beseitigt. Die Schlachten um Helm's Klamm und Isengard kommen allmählich zum Ende. Genauso wie dieser Film, diese Analyseserie und diese Folge. Beim nächsten Mal gibt's dann schon das Finale von Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Denn hier erreichen wir ebenfalls die 205-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.